Hi und willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir schon den Kampf gegen Sephiroth angefangen und haben auf die Fresse bekommen. Nicht, weil ich zu schlecht war, sondern weil ich K.O. gehen wollte. Und ja, jetzt haben wir den nochmal hier platt. Das war ja nicht so schwer. Sein Part mit irgendwas noch füllen. Du, bleib gefällt hier. Ich dachte, dein Kumpel wäre vorbei. Da wesentlich bin ich immun, während du dich analysierst. Was ist los, Alter? Oh Gott. Oh Gott, das sah voll creepy jetzt gerade aus, wie der angedüst kam. Das hat gesehen. So, Dingens. Wo ist das hier? So. Dieser Poke-Schaden, irgendwie auch immer man das nennt, ne? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Phase, die wir im letzten Part gemacht haben, schon die letzte ist, weil Aeris war irgendwie noch gar nicht dabei. Die muss auch irgendwie Teil des Kampfes sein. Nehme ich jetzt mal an. Ja. Den Angriff kann ich nicht kontern. Du wirst wieder versagen. Bin schon abgewehrt, gekontert und Eis kann ich auch irgendwie nie aus dem Weg gehen. Na, ich weiß nicht wieso. Ich krieg Eis nicht ausgewichen. Da ist so ein Mix aus eingeflügelter Engel und. Ist das alles? Und sehr viel Gottes Thema. Später geht das voll im eingeflügelter Engel-Modus. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit eingeflügelter Engel. So heißt den sein Kampfthema. Das ist eingeflügelter Engel. Wenn ich Dancing Mad zum Beispiel auch sage, dann wisst ihr natürlich sofort, dass ich hier von Kefka aus Final Fantasy 6 hier rede, ne? Und den ist ein Thema, ne? Wisst ihr sofort. Oh mein Gott. Ich hasse Eis. Nicht im Moment. Weil es gerade unglaublich. Beginnst du jetzt zu weinen? Gibt ja gleich Bein. Ich konnte, ja. Gibst du jetzt Bein? Einfach mein Riesenschwert gegen den seinen Kopf gehauen ist. Ah, jetzt müsst ihr tiefer kommen, ne? Zauberduell. Ah. Wir beide so gestanden haben mit unserer. Nein, oh nein, da wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Die scharren einander an. Na warte, jetzt reicht's. Ich hab gerade gesagt, will ich leiden sehen. Der ist einfach weggegangen. Kannst du nicht einfach 2 Meter zurücklaufen und meinen Angriff aus dem Weg gehen? Ah, oh Gott. Da hat er jetzt nicht gesehen. Da unten. Nein, zu spät. Gibt's jetzt nicht. Besser. Dieser Kampf ist so awkward gerade. Irgendwie läuft ja nicht so, wie ich. Ich gerade will. Nein, lass den in Ruhe. Lass den Cloud in Ruhe. Oh, Schaden gemacht. Der geht einfach nur auf den spielbaren Charakter, nehme ich an, ne?
aber ist allgemein so im Spiel. Nein, ich bin klar. Ja. So, jetzt aber. Da voll broken diese Konterfähigkeit. Wenn du darüber nachdenkst. Nein. Konter. Oh mein Gott. Tifa wird einfach nur zum Heilen hier abgestempelt. Ah, nee. Ich glaube, die hat Zauber wurde abgebrochen, ne? Ja. Oh Gott. Tifa, sammle mal ein paar ATB. Höllenpforte, das ist dieser Angriff. Ah, super. Oh, mir fehlt so ein Fitzelchen. Oh, du. Der da. Der hat keinen Bock. Ich glaube, der macht irgendwas. Der hat einen Angriff, habe ich gerade gesehen. Der stand irgendwie nur so da. Hm. So, heute Abend ein Schnitzel. Oh Gott, bitte komm noch durch. Danke. Ah. Dann habe ich jetzt hier viel mehr Probleme als beim letzten Mal. Oh Mann. Ja, da kam noch ein Angriff, habe ich gerade gesehen. Ich werde ganz bestimmt nicht mein Limit hier verballern. Der haut doch jetzt gleich ab. Wahrscheinlich, ne? Ja, sag ich doch. Aber gleich in der nächsten Phase, da geht's ab. Und jetzt kommt ein geflügelter Engel. Los. Flehe um dein Leben. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das jetzt aktiviere. Ja, komm. So, ich ja, was du jetzt machst. Ich komme jetzt mach dich, ja. Ich muss wieder analysieren, damit ich sehe, wie viel AP der gerade hat. In der Sephirot. Sephirot. Ah, er hat halt schon wieder abgebrochen. Ich krieg so was Kotzen. Sollte vielleicht auch mal mit anderen Charakter machen, wäre vielleicht sicher, ne? Da oben. Dann übernimm. Ich habe gerade so ein Riesenschwert, ich habe eine Keule. Mir hat Barrett viel mehr Chancen gegen den am Beispiel. Ja, diesmal konnte ich das. Oder auch nicht. Super. Jetzt übrigens immer noch nicht, was das macht. Boah. Aber der ist irgendwie einfacher als einige andere Bosse im Spiel bisher. Mach mal die überhaupt nicht Schaden. Nö, halt den. Okay, zum Glück benutzt keine Magie gegen dich, ne? So, Ifrit habe ich eingesetzt letztes Mal, ne? Mach mal weiter damit. Letzte kommen auf Welt runter, aber egal. Aua, lalala. Das mit Regener und so, ne? Ja, keine Ahnung, maximal gut. Direkt vor seiner Nase. Ihr auch mal durchgedüst.
weiß gar nicht, warum ich überhaupt versucht auszuweichen. Irgendwie werde ich trotzdem immer getroffen von der Zauber, von den ganzen Zauberangriffen. Der kommt. Aber ich konter. Hat der Ratte gerade meinen Konter gekontert? Was ist da gerade passiert? Oh nein, jetzt kommt wieder. Oh, 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 oh. Nein, bitte nicht. Noch nichts, weil ich nicht überleben kann, ne? Ich bin schon, glaube ich, Level 40 oder so, ne? Jeder Angriff, den du auf mich einsetzt, macht mich stärker. Wortwörtlich. Oh. Zack. Oh, das sieht episch aus. Ah, weißt du noch, Nibelheim? Gott verdammt. Er ist schon wieder aus dem Weg gesprungen. Gott. Warum machst du denn auch Bio? Ja, 22.000. Ich bin kommt durchgedüst. Oh ja, stimmt. Der hat ja auch schon eine Fähigkeit. Ich hab gehört, du magst Feuer. Ja, 4.400 wieder. Schockanfällig. Ich finde das so lächerlich, wie der schockanfällig steht. Ja, als ob ich den geschockt krieg. Der guckt sich halt mal an. So, habe ich den jemals geschockt kriegt hier? Den sagen, mein Konter bringt überhaupt nichts gegen den, habe ich so Gefühl. Oh nein. Okay, ich war schneller. Halbwegs. Halt, heil dich. Posen am besten. Hast du Spaß? Eispol. Eispfeiler. Ich bin schon wieder 10.000 abgeschossen, ohne dass ich gemerkt hatte. Ich wusste jetzt nicht, ob der angreift oder. Ah, blödes. Wieso kann ich nicht Eis kontern? Nein. Ja, ihr macht mal Heiloffensive hier gerade. Ja, du als eine Cloud. Danke. Einfach immer weiter drauf. Irgendwann stirbt er schon. Das ist auch gut an diesem Spiel. Oh Gott. Na, oh, ehrlich. Nein, nicht Eisgar. Was kann ich da kontern? Nee. ich weiß gar nicht, ob der überlebt. Doch. Alter. Okay, das Ding ist noch auf mich zugeflogen. Ich wollte schon sagen. So, jetzt kommt er mit seinem Countdown, ne? So, und diesmal haben wir dich kaputt. Spoiler. Oh nein, er wirft einen Spoiler auf mich. Obwohl, so ein Spoiler ist er jetzt eigentlich nicht. Und dann müsste das Logo von Final Fantasy 7 auch ein Spoiler sein. Der Metroid. Das ist ja die Schrift Final Fantasy und dann hast du noch so ein riesiges Bild von so einem Metroiden auf dem Cover des Spiels. Das war auch im Original. Also kann man das nicht wirklich Spoiler nennen, dass man dann in diesem Spiel irgendwann mal ein Dings vorkommt, ein Metroid. Wäre es ja noch, wenn der irgendwie was zu klauen hätte, ne? Sie können das Massamune klauen. Das Schwert von Sephiroth ist. Das heißt sogar Massamune. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir so zu 90% sicher. Ja, ich glaube, das wär's sogar schon. Jawohl, Sephiroth besiegt. Ist er tot? Nein, er steht noch, also. Jetzt alle auf ihn. Und alle meine Partymitglieder. Ein bisschen kämpfen wir zusammen für die Hoffnung. Ich
man die überhaupt? Dann sah ein bisschen, sonst hätten wir durch die gehauen, aber okay. Warte, den schaffe ich wieder. Wo ist er? Das ist echt krass, was hier passiert. Ah, das Lied hat sogar geendet. In dem Punkt, geil. Spoiler. Aber gleich steht da Sephiroth. Ja, genau. Ich wusste es. Sieh dich vor. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. So, leih mir deine Kraft, Cloud. Lehn dich mit mir gegen das Schicksal auf. Vergiss es. Oh, geil. Genau wie im Original. Okay. 7 Sekunden, versteht ihr es? Vizedirektor. Direktor. Na, ich wollte schon sagen. Richtig. Spricht den bestimmt nicht an, weil er ihn nicht als Direktor anspricht, ne? Also ja, stimmt, ne? Ist er jetzt der Direktor? Genova ist ausgebüxt.
Oh, kommt jetzt wieder Spoiler. Das? Hast du gesehen? Bitte. Vielen Dank. Ich wette, Leute, die das Original nicht gespielt haben, haben überhaupt keine Ahnung, was mit dem Typen auf sich hatte. Deswegen ich das ein bisschen komisch finde, warum das jetzt hier vorkommt überhaupt. Aber okay. Das war mal alles so stehen. Das Bix? Er ist jetzt nicht Bix, oder? Wollte mir jetzt nicht sagen, dass die alle überlebt haben, ne? Seine Sonnenbrille verschusselt. In welche Richtung sollen wir gehen? Ja. Wir haben jetzt die ganze Welt offen, ne? Wortwörtlich. Sephiroth. Solange er lebt, muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Zusammen. Ich komme mit. Für die Verfolgung braucht ihr einen Fährtenleser. Ich bin auch dabei. Der Typ will schließlich den Planeten zerstören. Das ist schlimmer als Shinra. Naja.
Dann kann er das Spiel jetzt beginnen, ne? Außer, ja, Spiel ist vorbei. Schade. Oh, jetzt gibt es noch keinen Grund davor Angst zu haben. Das Unbekannte, die unbekannte Reise wird fortgesetzt. Okay, hier läuft ein Lied im Hintergrund. Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher und tue mal stumm schalten, weil bei solchen textbasierten Liedern bin ich ein bisschen vorsichtig. Sind in den meisten Fällen kopiergeschützt und das will ich jetzt gerade nicht, weil bis jetzt hatte ich noch keine Probleme eher mit dem Spiel, glaube ich, doch einmal, aber da war jetzt nichts Besonderes, glaube ich. Und ja, mit einem relativ offenen Ende, ne, und offensichtlich ja, Cliffhanger, damit die Serie fortgesetzt wird. Und ja, ich habe keine Ahnung, wann der nächste Teil rauskommen wird. Ich würde jetzt einfach mal raten, wann ist das Spiel rausgekommen? Anfang des Jahres irgendwann, ne? Nee, doch. Weiß ich gar nicht. März irgendwie so? Ist doch schon ein bisschen her. Da ist jetzt der 78. Part und ich habe fast jeden Tag Video hochgeladen, das heißt, ich kann jetzt auch einfach nachgucken, aber immer, ich tue nicht gerne am PC irgendwie was nachgucken, wenn irgendwie am Aufnehmen bin, naja, irgendwie geht die Aufnahme kaputt oder so, was weiß ich. Und ja, ich versuche gerade zu überlegen, was das für ein Lied ist. Kommt mir nicht bekannt vor. Hört sich irgendwie an wie irgendwann aus Devil May Cry oder so. Also jetzt nicht so. Aber wenn Devil May Cry so emotionale Lieder hat, die hören sich auch ungefähr so an. Ja, gut. Puh. Fazit wäre jetzt vielleicht mal gute Zeit. Ne? Ich weiß ja nicht, was jetzt noch alles so kommt. Ob jetzt irgendwie optionale Boss noch anstehen, was ich jetzt hier so auswählen kann, so kapitelmäßig und so. Also wenn jetzt noch irgendwas hier kommt, was ich denke, aufnahmungswürdig ist, dann werde ich das natürlich aufnehmen, aber so storymäßig sind wir jetzt eigentlich am Ende, ne? Und ja. Ach, wenn ich dachte, wann der nächste Teil rauskommt, wollte ich nur sagen. Ich würde jetzt einfach mal raten, vor 2022 wird das nichts. Da mindestens 2 Jahre bestimmt, bis der neueste Teil rauskommt. Vielleicht 1 Jahr. Kriegen wir vielleicht mal so ein paar Informationen oder so. Und dann erst im Jahr danach kommt das Spiel vielleicht raus. Irgendwann Ende des Jahres. Ich glaube nicht, dass das sehr schnell geht. Obwohl, wenn die irgendwie, ich meine, die Charaktermodelle und so was alles haben sie ja schon und so. Aber das wird wahrscheinlich auch wieder neu programmiert. Ich habe ja keine Ahnung von sowas, aber ich habe mir schon vorgestellt, dass das doch länger dauert, als man sich das wünscht. Bleiben wir einfach mal. Claudia Strife, ach, so heißt ihn seine Mutter? Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Aber bleiben wir mal realistisch. Tun wir nicht unsere Hoffnung hier hochschrauben, dass das schnell rauskommt. Ich nehme jetzt sehr stark an. Wir reden ja hier von ganzen Spielen, ne? Nicht von DLC oder irgendwie sowas. Auch wenn das nur ein Teil der Gesamtstory erzählt.
worauf ich nochmal zurückgehen muss. Das Spiel hat ja nur so die ersten 10 Spielstunden des Originals zusammengefasst und es kommt noch eine Menge. Also es kommt noch eine Menge Zeugs. Und ja, na Spoiler. Schaut nicht dahin. Es war offensichtlich, dass hier viel Sachen einfach nur hinzugefügt worden sind wegen Fanservice. Sephiroth hat man zu diesem Zeitpunkt noch nicht getroffen. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll, oder Spoiler zu geben, weil wer ist schon ein ganz schöner Spoiler. Aber ich habe ja schon gesagt, in einem der letzten Parts, bis zu diesem Zeitpunkt kam Sephiroth noch gar nicht vor, ne? Also der kam schon in Midgar gar nicht vor, so richtig, in Person. Man hat den nicht ein einziges Mal gesehen. Nur in Rückblenden und so vielleicht, glaube ich. Und Rückblenden kam auch nicht so viele. Also die haben ja sehr viel mehr reingepackt mit Cloud, dem in seinem Kopf irgendwas nicht richtig ist. Der irgendwie so Lücken hat und all sowas. Da haben sie sehr viel mehr Gebrauch gemacht in diesem Spiel, als eigentlich im Original vorkam. Und ja, weiß nicht, was will ich denn hier noch so ansprechen? Ich freue mich schon. Ich glaube aber nicht, dass irgendwie, wenn irgendwie ein zweiter Teil rauskommt, dass dann da schon alles erledigt ist, weil es kommt, wie gesagt, noch viel. Es kommt verdammt viel an Sachen, ey. Die Reise beginnt erstmal jetzt hier, nachdem Midgar abgeschlossen ist. Also vor allem, das wurde jetzt natürlich hier alles in epischer Weise und so inszeniert und so was alles, aber im Vergleich, was noch alles später kommt, ist das eine Lachnummer. Und wenn die das auch noch so kinoreif inszenieren, dann woff. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich wüsste auf jeden Fall, wo der zweite Part aufhören würde. Da gibt es einen perfekten Moment, wo das Spiel aufhören könnte. Welcher so, ja, nicht direkt einen Cliffhanger hinterlässt, aber so einen passenden Moment, wo man dann im dritten Part hier anfangen könnte. Obwohl es gibt eigentlich zwei, aber ich weiß nicht, wie weit diese Momente auseinanderhängen. Deswegen würde es nicht Sinn machen, so was dazwischen kommt, noch irgendwie ein Spiel rauszumachen. Aber ich rechne mit mindestens 3 Parts von diesem Spiel. In 2 wird das nie im Leben alles zusammengefasst werden. Und wenn doch, dann wird es hart gecuttet und viel ausgelassen. Was, glaube ich, nicht so gut ankommen würde. Ich meine, es gibt einige Orte, die jetzt nicht so unbedingt wichtig sind, dass man die besuchen muss und so. Ich glaube, das fängt schon irgendwie relativ früh an, nachdem man Midgar verlässt, ne? Also der nächste Part, der wird definitiv beginnen, also nehme ich jetzt mal an, wo die Gruppe irgendwie so Halt macht in so einem kleinen Dorf. Und da tut dann Cloud auch zum allerersten Mal über Sephiroth reden und irgendwie so den seine Hintergrundgeschichte hier und den seine Beziehung mit denen irgendwie so aufklären. Und ja, hat Jesse gerade Cloud geküsst? Das habe ich aber nicht irgendwie so gesehen im Part. Ja, und in dieser einen Stadt tut er dann auch zum ersten Mal irgendwie so erklären, ja, Sephiroth, da war so ein Supersoldat und all so was, ne, und wir waren da und er hat dies und das gemacht und so, und da erfährst du erstmal, was überhaupt passiert. Was passiert ist und weiß ich nicht. Da kann man sich erstmal so ein Bild machen über Cloud, weil bisher hat man jetzt noch nicht so viel erfahren von dem oder Sephiroth. Und ich nehme an, da fängt die Story dann an. Und ja, dann beginnt die große Reise und die große Verfolgungsjagd auf Sephiroth. Und wenn man dann mehr oder weniger diese Verfolgungsjagd abgeschlossen hat, dann kommt hier noch ein ganz anderes Problem. Und dann da wird wahrscheinlich der letzte Part dann rauskommen. Der dritte oder vierte Part, was auch immer der letzte Part sein wird.
weil dann ist dann wieder so der perfekte Zeitpunkt, hier weiterzumachen mit dieser einen Bedrohung, die dann auftaucht. Und wie gesagt, da passiert noch eine Menge richtig krasses Zeug. Ich bin, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, Final Fantasy 7 hat so einen richtig geilen Plot-Twist, will ich nicht als den besten Plot-Twist aller Zeiten irgendwie bezeichne, was mit Clouds Vergangenheit zu tun hat. Und ich kann gar nicht darauf warten, bis das irgendwie hier im Remake gezeigt wird. Und ja, aber auch das jetzt mal ausgeschlossen. Ja, da kommt, um jetzt hier Spoiler. Ich spoilere jetzt, das Spiel hat schon so viele Sachen gespoilert. Ich glaube, ich kann jetzt auch mal ein paar raushauen, ne? Ich sag nur, der Komet, die Weapons, diese Szene, ja, das ist so richtig krasses Zeug. Und was in Midgar passiert ist, das ist nicht mal vergleichbar mit dem, was da passiert. Obwohl, das wurde alles hier gut umgesetzt, also, aber wenn das schon gut umgesetzt geworden ist, dann will ich gar nicht wissen, was die aus den anderen Sachen alles machen. Also die Sachen, die eigentlich die epischen Sachen sind im Spiel. Und Midgar haben wir eigentlich abgeschlossen. Ich glaube, im Original tut man nur noch ein einziges Mal nach Midgar zurückkehren und dann ist es fast schon so gegen Ende des Spiels und dann tut man auch nicht wirklich irgendwie, weiß nicht, so einen langen Besuch oder so machen. Ich glaube, man kann jederzeit irgendwie zu Midgar zurückgehen, aber das ist optional. Also storybedingt muss man nur ein einziges Mal wieder da zurück. Und dann geht man einfach nur da rein, erledigt, was man erledigen muss, und dann geht man auch wieder raus. Deswegen macht es jetzt nicht so viel Sinn, dass irgendwie, deswegen habe ich auch immer wieder so gesagt, dass mich das stört, dass Wedge am Leben ist. Und Biggs jetzt anscheinend auch. Das bedeutet dann natürlich auch, dass Jesse wahrscheinlich am Leben ist, ne? Und das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, weil was hat man davon? Die sieht man sowieso nicht mehr. Außer die laufen in den nächsten Parts auch irgendwie durch die Welt herum und suchen einen oder was weiß ich. Aber ansonsten macht das irgendwie keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das in selbst in drei Parts irgendwie erklärt werden muss, weil da passiert. Man ist ja jetzt auf die Weltkarte sozusagen unterwegs und man besucht eine Menge Orte. Sind bestimmt so 10 Orte, die man hier besucht, sogar mehr. Ist eine Dorf, was man als erstes. Ich hau jetzt hier mal riesige Spoiler aus, ne? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Tut am besten ihr stumm schalten für die nächsten 5 Minuten, aber ich will halt auch mal alles hier ansprechen. Mich nervt halt ein bisschen, hier immer hier so gefiltert zu reden. Und deswegen, ja. Als erstes geht man natürlich, was ich gesagt habe, in diese eine Stadt. Cloud erzählt seine Hintergrundgeschichte. Dann muss man zur Chocobo Farm, um über diesen einen Sumpf zu kommen, wo diese Riesenschlange auf einen wartet. Und die einen vollkommen zerstört, wenn man die zum Kampf herausfordert. Dann geht man durch so eine Höhle, trifft die Turks wieder. Fort Condor, das ist glaube ich ein optionaler Ort, muss man nicht wirklich irgendwie hin eigentlich, kann einfach irgendwie weitergehen. Dann trifft man irgendwann auf diesen, das ist auch optional, dann trifft man im Wald irgendwie Yuffie, die sich einschließt, Yunon, diese eine Stadt mit dieser Riesenkanone. Dann geht man übers Schiff zu Dingens. Ja, ich sag nochmal, diese eine Strandstadt, ich habe den Namen, Costa del Sol, glaube ich, ne? Ja, da verhält man sich nicht lange. Vor allem die meisten Sachen, die man eigentlich, die meisten Orte, die man besuchen kann, muss man eigentlich gar nicht besuchen, um irgendwie die Story fortzusetzen. Man muss einfach nur, keine Ahnung, man kann theoretisch einfach durch die Städte durchrennen, in den meisten Fällen, ohne irgendwie was da zu machen. Und dann weitergehen, zu wo man hin muss. Ja, wo geht man dann? Da muss man über diese Berge hier, diesen Reaktor, diesen Shinra-Reaktor hier überqueren. Dann kommt man in Barretts Heimat, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich weiß nicht. Ja, dann fährt man zum Gold Saucer.
wo ich mich echt frage, wie die das machen. Dann landet man ins Gefängnis, in dieses Sandgefängnis, kommt diesen Buggy, dann gibt es irgendwie dieses kleine Dorf hier, Gongaga, wo man auch nicht eigentlich hin muss, da kann man auch eigentlich überspringen, von daher. Dann kommt man zum Cosmo Canyon, Red's Heimat, muss da ein paar Sachen machen, dann geht's zu Nibelheim, Cloud's Heimat, wo man, glaube ich, auch einfach nur durchrennen muss, um weiterzukommen. Aber will man natürlich nicht machen, weil da gibt's eine Shinra-Villa und da bekommt man Vincent als spielbaren Charakter. Also sollte man das natürlich nicht überspringen. Dann muss man durch Mount Nibelheim. Dann kommt man in diese Raketenstadt, trifft auch Sid. Kate Sith tut sich einen auch in der Goldsoße anschließen. Sid trifft man dann in dieser Raketenstadt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Dann wird es ein bisschen wackelig, was meine Erinnerung angeht, was als nächstes kommt. Ich glaube, man kann auch wieder optional nach Wutai gehen, Yuffies Heimat. Und danach weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber selbst all diese Sachen jetzt schon zusammengefasst, ne? Das sind eine Menge Orte und das sind eine Menge Gebiete, die man dann programmieren will. Selbst wenn man das jetzt alles in ein Spiel hier reinpackt, das ist eine ganze Menge Arbeit. Wie wollen die das denn machen? Ey? Von dem Spiel werden noch 10 weitere Teile rauskommen, habe ich so Gefühl. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was alles so dazwischen kommt, aber irgendwann kommt man dann eher zum Tempel der Alten, findet die schwarze Materie, die man, ich weiß nicht, holen will, weil man herausfindet, dass Sephiroth dein Teil ist. Und ja, dann erfährt man zum ersten Mal von den Meteoriden und dass Sephiroth diesen Meteoriden beschwören will. Und Spoiler übrigens, ne? Sachen passieren. Sephiroth bekommt die schwarze Materie. Der Meteorit wird beschworen. Die Weapons erwachen. Die riesigen Kaiju-Godzilla-Monster, die ganze Welt hier unsicher machen. Sephiroth versteckt sich in diesem Krater, um irgendwie Kraft zu schöpfen oder irgendwie sowas, ich weiß ja gar nicht. Midgar will was dagegen machen, boxt hier diese Kanone von dieser einen Stadt aus. Weapon denkt sich so, ne. Das ist auch geil, den Moment will ich sehen im HD. Und ja, die schießen den Krater offen, man geht in den Krater rein, kämpft gegen den echten Sephiroth und ja, Spielende. Also da ist eine Menge Sachen, die noch passieren und wie die das alles hier in 2 oder 3 Spielen noch reinpacken würden, das ist unmöglich. Da muss ja so viele Orte irgendwie und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Rollenspiele in heutigen Zeitalter, die sind jetzt nicht mehr so ein Fan von Weltkarten oder so. Das letzte Spiel, was ich jetzt hier gespielt habe, Tales of Vesperia, da gibt es doch eine Weltkarte und das Spiel ist von 2010, glaube ich. Das ist so eins der einzigen Spiele, wo ich mich erinnere, wo über eine Weltkarte und so umlaufen kannst und so. Sowas gibt es gar nicht mehr, da ist ausgestorben. Weil die Weltkarte, die muss jetzt natürlich auch in HD sein und sowas alles. Und das ist eine Menge Arbeit. Du kannst ja nicht auf eine vollkommen bekackt aussehende Weltkarte rumlaufen, ne? Dann beschwert sich ja jeder so, das Spiel sieht kacke aus und so. Du kannst nur die 10 Kapitel auswählen, jedes beliebige Kapitel noch einmal spielen. Deine jetzigen Charaktere, Waffen und Materie bleiben dir dabei halten. Mach dich auf die Suche nach und abgeschlossenen Aufträgen und Storyabschnitten. Tauch noch tiefer in die Geschichte ein. Ja, ich habe doch schon alles abgeschlossen. Schwierigkeitsgrad schwierig wurde freischalten, kann in der Kapitelauswahl für jedes Kapitel ausgewählt werden. Mach dich auf der Suche nach speziellen Manuskripten oder verstärke deine Waffen auf das Maximum. Auf Schwierigkeit können keine Gegenstände eingesetzt werden und an Ratspunkten werden nur TP geheilt. Oh, an Rastpunkten. Da macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Weil, wenn du Vita hast,
und du heilst dich dann und dann tust du wieder die TP auffrischen, dann bringt dann. Ach nee, TP, boah. Ich bin noch in Tales of Vesperia drin. Die TP sind da, irgendwie die Magiepunkte und also was. Oh, das ist noch ein bisschen. Ja, okay, das ist ein bisschen. Also unter System Spielfeld Kampfschaltung und Story Wegpunkte einsehen. Bonus OB und FP, die im Kampf erhaltenen Erfahrungspunkte werden doppelt und Fertigkeiten werden dir dreifach angerechnet. Ein neuer Kampfsimulator. Irgendwo in Hojos Labor befindet sich ein neues Kampfsimulator. Hinaus und versuche dich an den neuen Herausforderungen. Okay, da können wir ja vielleicht noch machen, ne? Motorrad-Minispiel überschwingen. So, und muss ich jetzt hier speichern oder speichere jetzt einfach mal hier und dann, ja, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in Kapitel 18? Wo komme ich jetzt raus, wenn ich das hier lade? Also ich freue mich jedenfalls, wenn der nächste Part rauskommt. Natürlich gibt es dann auch ein Let's Play davon. Und ja, das ist das, was ich hier damit sagen will. Auch unser System, okay. Wenn du ein Kapitel, werden die Forscher der Story wieder nehmen, wenn du deinen Forscher. So, was bedeutet das jetzt hier? So, 0 und dann 1. 2, 2, 1. Was bedeutet dann 6? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Manuskripte. Einige Manuskripte können nur im Modus schwierig gefunden werden. Okay. Dann sage ich euch, was ich machen werde. Ich werde definitiv das Spiel nochmal spielen, so für mich privat. Und diese Manuskripte sammeln. Ich werde jetzt nicht nochmal das ganze Spiel durchspielen und mit euch die Manuskripte spielen, weil das ein bisschen zu lange dauern wird und ich nicht ein neues Tales of Vesperia aus diesem Spiel machen will, wo ich dann irgendwie ein halbes Jahr dran sitze oder so. Ich werde diese Dinger suchen, ich werde die Dingens, ich werde vielleicht noch ein bisschen leveln, damit ich hier diesen für diesen Simulator hier gewappnet bin. Ich werde definitiv auf schwierig nochmal hier das Spiel hier durchspielen. Und dann bis zum Kapitel 17, haben sie gesagt, glaube ich, spielen, wo ich dann diesen Kampfsimulator machen kann. Ich werde meine Charaktere hochleveln und so. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das Spiel ist oder so, aber ich werde definitiv hier noch ein bisschen Zeit mit reinbringen. Und wenn ich irgendwie was Neues finde, dann tue ich mal versuchen, euch irgendwie hier reinzuhauen, ne? Klingt das nach einem Plan? Das klingt doch gut, oder? Alles klar. Wenn aber nichts mehr kommt oder so, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wir sehen uns im nächsten Projekt und rechnet natürlich mit dem zweiten Teil, der irgendwann hier hoffentlich auftauchen wird. Und ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weiterhelfen. Und ich sehe euch dann wieder, wann auch immer, im nächsten Part, im nächsten Projekt. Mal schauen. Also, tschüss. Thank you.